Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherziger mit euch allen sein. Das Thema von heute ist: Was ist Übertreibung in der Religion? Was ist Übertreibung in der Religion? Der Prophet a.s. hat in einem authentischen Hadith, in einer authentischen Überlieferung gesagt: Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Das heißt, hütet euch vor der Übertreibung, denn wahrlich, diejenigen, die vor euch waren, und hiermit sind insbesondere Juden und Christen gemeint, sind nur durch Übertreibung zerstört worden. Also Übertreibung hat sie zerstört. Heutzutage ist es so, dass es einige Muslime gibt, die diesen Hadith benutzen, um diejenigen zu kritisieren, die das tun, was die Religion, wozu die Religion sie verpflichtet. Sie sehen zum Beispiel jemanden, der einen Bart hat, und sagen: Ey, übertreib nicht in der Religion. Das ist Übertreibung. Mit dem Bart ist es übertrieben. Mit dem Niqab ist übertrieben. Keine Hand geben ist übertrieben. Keine Musik hören ist übertrieben. Kein Ichtilat haben, also Zusammenführung von Geschlechtern, das ist übertrieben. Man muss nicht übertreiben. Ein bisschen Dunya, ein bisschen Akhira. Das sind Sachen, die man heutzutage hört. So. Erstmal, wenn wir etwas oder wenn wir erkennen wollen, ob etwas Übertreibung in der Religion ist oder nicht, dann ist das erstmal im ersten Blick eine Sache, die relativ ist. Vielleicht für den einen etwas übertrieben, für den anderen etwas nicht übertrieben. Weil das ist relativ. Hat das Essen gut geschmeckt oder nicht? Ist relativ. Ja, sehr gut, nicht gut, ist relativ. Der eine empfindet etwas als hart oder als stark oder als heftig, der andere empfindet das weniger. Aber was ist unser Maßstab? Unser Maßstab ist Koran und Sunna. Koran und Sunna ist unser Maßstab. Der Prophet a.s. sagte beispielsweise: فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَّرَ اِخْتِلَافٍ كَثِيرًا. Wer von euch liebt, wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ. So haltet euch an meine Herangehensweise und die Herangehensweise der rechtgläubigen Kalifen. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiallahu anhu. Der Prophet a.s. sagte: إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِي لَنْ تَدِلُّ أَبَدًا. Ich habe euch etwas hinterlassen. Wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr niemals in die Irre gehen. Das Buch Allahs und meine Sunna. Das ist unser Maßstab. قُلْ أَتِيُوا اللَّهُ وَأَتِيُوا الرَّسُولُ. Sprich, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ ضَلَّ الضَّلَالَ مُبِينًا. Und auf der anderen Seite sagt Allah: Wer Allah und dem Gesandten sich entgegensetzt, zuwidersetzt, ungehorsam ist, der ist auf einem deutlichen Irrweg. Wer sich Allah und dem Gesandten zuwidersetzt, der wird der Hölle vollgehen. So, das heißt, als erstes schauen wir, ist das, was diese Person macht, etwas, was vom Islam ist? Oder ist das etwas, was nicht vom Islam ist? Unser Maßstab ist nicht: Gefällt das Müller, Meier, Schmitz? Weil wir haben es leider heutzutage mit so vielen Munafikun zu tun. Sie sehen einen Muslim, der die Religion praktiziert, und sie haben dadurch Angst, dass sie Probleme mit Müller, Meier, Schmitz bekommen werden. Und nicht, weil diese Frau Niqab trägt, dass die dann nachher mich hassen auch und mich mit denen in ein Boot setzen. Das ist ein Zeichen des Nifaks. يَحْلِفُونَ إِنَّهُمْ مِنْكُمْ وَمَهُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَوْمُ يَفْرَكُونَ. Sie schwören, dass sie zu euch gehören, so beschreibt Allah die Munafikun, aber sie gehören nicht zu euch, denn sie sind ein ängstliches Volk. Feigheit ist eine Eigenschaft der Munafikun. Und du wirst diejenigen sehen, die im Herzen, sagt Allah im Koran, die im Herzen eine Krankheit haben, yusari'una fihim, dass sie sich für sie bemühen, für die Nicht-Muslime.
Ja, Kolon, und was ist ihre Begründung? Nachsha antusibena da'ira. Wir machen das nur, weil wir Angst haben, dass uns sonst eine Schicksalswendung trifft. Das heißt, dass sie sonst Probleme kriegen werden. Das heißt, du siehst Muslime, die Muslime, die die Religion praktizieren, bekämpfen, weil sie Angst haben, sonst Probleme mit Müller-Meyer-Schmitz zu bekommen. Und da fangen sie an, Sachen, die von der Religion sind, als unislamisch darzustellen. Das ist übertrieben. Bad ist übertrieben. Bad ist übertrieben. Nach allen 4 sunnitischen Rechtsschulen. Hanafiten, Malikiten, Schäfeiten, Hanbalite, ist das Rasieren des Bartes, nicht das Kürzen des Bartes, hierüber gibt es Meinungsverschiedenheiten, ist das Kahlrasieren des Bartes Haram. Nach allen 4 Rechtsschulen. Der Prophet waren diese 4 Rechtsschulen, war Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Ahmed Hanbal, Übertreiber in der Religion, oder waren das Leute, die die Religion richtig verstanden haben? Und all die Gelehrten aus diesen Rechtsschulen, wie Imam Nawawi und viele andere, Ibn Hajar und so weiter und so fort, waren die Übertreiber in der Religion? Nein. Der Prophet a.s. sagte, Ahfu shawarib wa aufu liha. Macht euren Schnurrbart kurz. Gibt es die Meinung, ob man das kahl rasiert, aber nicht mit Klinge. Mit Klinge sagt Imam Malik bitter. Ja? Oder ob man das so ein bisschen wachsen lässt, aber kürzer macht. Und lasst den Bart frei wachsen. Hier gibt es die Meinungsverschiedenheit. Macht man das so, dass es eine Hand ist? Darf man das kürzen bei einer Hand? Oder darf man das sogar kürzen, so dass es im Urf, im Brauch der Leute ein Bart ist? Oder muss man den immer weiter wachsen lassen? War der Prophet ein Übertreiber in der Religion? Sind diejenigen, die dem Befehl des Propheten folgen, Übertreiber in der Religion? Selbstverständlich nicht. Hand geben, Niqab tragen. Niqab tragen ist in allen 4 Rechtsschulen mindestens Mustahab erwünscht. Da kommen Leute sagen, das hat nichts mit dem Islam zu tun, das ist übertrieben. Das ist von der Religion. Das heißt, hütet euch davor, Sachen, die von der Religion so sind, als Übertreibung in der Religion darzustellen. Ja, nein, ein bisschen Dunya Misnache. Wo hast du das her? Ein bisschen Dunya Misnache. Der Prophet a.s. sagte, Izhad fi Dunya yuhibbuk Allah. Sei enthaltsam in der Dunya, Allah wird dich lieben. Aber du kommst mit einer neuen Religion. Sein Leben der Dunya üppig und mach ein bisschen Religion. Was ist das für eine Religion? Wo hast du das her? Das höre ich aus einigen Ländern, Nationen. Das ist ein typischer Spruch. Ein bisschen Dunya, ein bisschen Akhira, so soll man leben. Wo steht das? Und dann fangen sie an, die zu kritisieren, die sich voll auf die Religion konzentrieren. Heißt das, wir haben mit der Dunya nichts zu tun? Nee, das ist ein ganz anderes Thema. Hat damit gar nichts zu tun. Und ich gebe euch mal ein Beispiel, das ist mir in Marokko passiert. Ja? Ich war in Marokko dieses Jahr im Urlaub gewesen, also 2018. Die Familie von meiner Frau besucht. Das war ein sehr schöner Urlaub. Ich war, glaube ich, 3 Wochen da gewesen. Oder 4. Egal. Auf jeden Fall, in dieser ganzen Zeit, mashallah, tabarakallah, wirklich keiner ist mir irgendwie auf die Nerven gegangen. Keiner. Keiner hat mich irgendwie blöd angelabert, warum trägst du dies, warum trägst du das, warum machst du dies, warum machst du das, warum hebst du nachdem du gebetet hast, wenn du von Marokko hochkommst, warum machst du die Hände wieder so. Keiner hat mich irgendwie genervt. Dann gehe ich in eine Moschee, da in Agadir, da kommt auf einmal jemand und spricht uns im ägyptischen Dialekt an, einen Begleiter von mir. Mit Kelim Arabi. Sprichst du Arabisch? Hat jetzt nichts mit den Ägyptern an sich zu tun. Ich möchte diese Situation erklären. Und er fängt dann mit dem Begleiter an zu reden. Dann sage ich, hey, du kannst auch mit mir Arabisch reden. Bus. Guck. Dim al-Islam, ma fi tashaddud. In der Religion, er will mich jetzt belehren. Der hat mich noch nie gesehen. Der sieht mich das erste Mal in der Moschee. Kannst du dir vorstellen?
Der Sieb ist das erste Mal. Din al-Islam ma'afitishadud. In der Religion Islam gibt es keine Übertreibung. Al-Nabi al-Islam qal inna ma'ahna kaman kana qablukum al-ghulu. Diejenigen, die vor euch waren, die hat die Übertreibung der Religion vernichtet. Ma'afitishadud. Wie viel Islam? Wer mir anders zu erzählen? Der kennt mich gar nicht. Der hat wahrscheinlich gesehen, dass ich nicht aus dem Links komme. Ich sagte ihm, Taib, ma alaqatu kalamik bi. Was haben jetzt diese Worte mit mir zu tun? Warum erzählst du mir das? Ja? Was ist der Bezug von deinen Worten zu mir? Fällt dir mir an zu erzählen? Ja, guck mal, du hast schwarze Kleidung an. Und man muss sich dem Land, wo man ist, anpassen. Und hier, und wie ist das? Kommt ein Marokkaner neben mir, sagt er, pass mal auf, hier kannst du Farbe tragen, wie du willst. Gibt es keine Regel, trag diese Farbe oder trag jene Farbe. Da war er natürlich direkt mundtot gewesen. Aber wer hat hier den Rolu? Diese Person hat Rolu. Diese Person versucht etwas zu verbieten, was im Islam erlaubt ist. Und versucht jemanden zu verurteilen, den er überhaupt nicht kennt. Das ist Übertreibung in der Religion. Ja? Dann gebe ich mal einige Beispiele für Rulu. Die Grundlage der Rulu, weil der Prophet hat das gesagt, ist ja der Rulu von Ahlul Kitab. Das ist ja immer, wenn der Prophet sagt, die vor euch waren, die hat die Übertreibung zerstört. Was war die Übertreibung der Christen? Dass sie Jesus zum Gott erklärt haben und zum Sohn Gottes. Was war die Übertreibung der Juden? Dass sie sich als das einzige auserwählte Volk gesehen haben, in dem die Rechtleitung ist, alle anderen nicht. Und dass sie auch in die andere Seite übertrieben haben. Dass sie die Propheten abgelehnt haben, Propheten getötet haben, nicht akzeptiert haben, wie zum Beispiel Isa nicht akzeptiert haben. Das war ihre Übertreibung. Dass sie Gott mit negativen Aspekten beschrieben haben. Es gibt Tafrit und Ifrat und eigentlich ist beides eine Übertreibung, nur in die andere Richtung. Das eine nennt man Untertreibung, das andere Übertreibung. Aber Untertreibung ist eigentlich auch eine Übertreibung, aber in die falsche Richtung. Ja. Sie haben in der Religion übertrieben und es hat sie vernichtet. Als Beispiel. Das klassischste Beispiel ist das Beispiel der Christen. Und im Islam gibt es verschiedene Sekten, die entstanden sind, die übertrieben haben in der Religion. Zum Beispiel Namen und Eigenschaften. Es gab Gruppen, die Allah freihalten wollten von menschlichen Eigenschaften und die daraufhin seine Namen und Eigenschaften negiert haben, wie die Jahmiya. Es gab Gruppen, die übertrieben haben und gesagt haben, wir müssen an alles so glauben, wie es im Koran ist und haben das Spiel gemacht. Und das heißt, sie haben Allah verähnlicht mit der Schöpfung und Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist in der Mitte geblieben, wie wir. Wir beschreiben Allah mit allem, mit dem er sich selber beschreibt, aber wir sagen gleichzeitig, der Filter ist, nicht zu niemandem. Das heißt, er hat sich über den Thron erhoben, ist die Wahl Arsch gemacht, auf eine Art und Weise, wie sie über unsere Vorstellungskraft ist, denn wir können uns kein Bild davon machen, etc. Ja. Dann, im Iman gibt es Übertreibung. Wie zum Beispiel Khawarij. Ja. Die zum Beispiel Takfir gemacht haben, in diesem Bab, für diejenigen, die großen Sünden machen, oder für einige großen Sünden. Ich erwähne das hier, weil heutzutage die Khawarij der Neuzeit kommen immer mit, ja, wir machen ja gar nicht wegen großen Sünden Takfir und zitieren dann Worte von Akida-Gelehrten aus der früheren Zeit. Der Prophet a.s. hat vor den Khawarij gewarnt. Und in keinem einzigen Hadith sagt er, die Eigenschaft der Khawarij ist, dass sie Takfir machen wegen großen Sünden. Das wollte ich nur an dieser Stelle erwähnt haben. Ja? Dann gibt es Leute, die Rulu Übertreibung haben bei der Verehrung von Heiligen und anfangen die als Fürsprecher bei Allah zu nehmen und anzubeten, sie in Gräbern zu pilgern. Das ist eine Form von Rulu. Dann gibt es Rulu bei Leuten im Islam, die bei Ahlul Bayt. Wir lieben Ahlul Bayt. Aber es gibt Leute, die sagen, die Leute von Ahlul Bayt können keinen Fehler machen oder sogar die kontrollieren jedes Atom im Universum. Jedes Atom im Universum beherrscht nur Allah. Das ist eine Übertreibung in der Religion. Dann haben wir moderne Übertreibungen, sage ich mal. Ja?
Wie zum Beispiel die Haltung zu den Madhahib. Es gibt Leute, die einen nicht als Muslim sehen, wenn er sich einem Madhab zuschreibt. Und das ist eigentlich nicht nur modern, sondern es gab früher Leute, es gab Gelehrte, die haben verboten, dass eine Frau einen Mann von einem anderen Madhab heiratet. Es gab gelehrt, es gab in Mekka, in der Masjid al-Haram, vier Gebete, vier Gemeinschaftsgebete für die jeweiligen Madhabs. Für die jeweiligen Madhab. Dann Mütze. Ja? Ich trage oft keine Mütze. Aus welchem Grund? Weil ich die meistens verbummel. Ich bin so. Oder weil ich keine habe. Da kommen Leute, die sehen dich jetzt als schlechten Muslim oder als gar kein Muslim oder als Heuchler, weil du keine Mütze an hast. Was, das ist Übertreibung in der Religion. Die Mütze ist keine Pflicht. Keine Madhab. Und das erzählen die auch noch nicht Muslime, um sich bei denen gut darzustellen. Ja, schau mal, hier ist gar kein richtiger Muslim, er trägt keine Mütze. Hallo, alles okay? Der muss eine Mütze tragen. Man muss keine Mütze tragen. Das ist schön, wenn man den Kopf bedeckt. Das ist erwünscht. Der Prophet hatte den Kopf bedeckt. Aber es gibt keinen Hadith, wo er sagt, wer den Kopf nicht bedeckt, wenn der Mann, der den Kopf nicht bedeckt hat, dies oder das oder jenes gemacht. Dann, Sunna. Ich erlebe das immer wieder, wie mit der Sunna umgegangen wird. Es gibt Muslime, die betrachten diejenigen, die nur die Pflichtgebete beten, als Sündiger. Die Sunna-Gebete sind Sunna-Gebete. Das bedeutet, wenn du sie machst, machst du eine gute Tat. Wenn du sie nicht machst, machst du keine Sünde. Und dann wollen Leute mit dem Gebet anfangen, die sind sowieso schwach im Iman, da kommen sie mit einer ganzen Reihe von freiwilligen Gebeten und nach zwei Tagen hören die wieder auf, weil sie einfach zu schwach dafür sind. Anstatt ihnen zu sagen, bete erstmal die Pflichtgebete. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht nur die Pflichtgebete. Natürlich geht es. Der Prophet a.s. wurde gefragt, von einem Mann. Ara'aita law salaytu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaytu al-halal wa haramtu al-haram adkhul jannah? Qala na'am. Der Prophet wurde gefragt, was wäre, wenn ich die festgeschriebenen Gebete bete und den Ramadan faste. Und das, was halal ist, halal sie, und das, was haram ist, haram sie. Komme ich ins Paradies? Der Prophet a.s. sagte ja. Der Prophet a.s. sagte, khamsu salawatin kattabahun Allahu ala ibadi fil yawmi wa layla. Fünf Gebete hat Allah den Menschen bei Tag und Nacht vorgeschrieben. Wer daran festhält, einen Vertrag bei Allah, dass er ins Paradies eintritt. Und da kommen Leute und sagen, na guck mal, das ist ein schlechter Muslim. Das ist ein Sündiger. Der schaut auf den herab. Das ist Übertreibung in der Religion. Und das ist eine moderne Übertreibung und Jahl, Unwissenheit. Dann gibt es wieder andere Leute. Nur 11 Rakat. Du darfst im Ramadan nur 11 Rakat beten. Natürlich ist eine Meinungsverschiedenheit, es gibt einige Gelehrte, die das gesagt haben, aber es gibt Leute, die nehmen das als einen Streitpunkt. Ich habe es in einer Moschee erlebt, wo fast eine Schlägerei ausgebrochen ist wegen diesem Thema. Es ist eine Übertreibung in der Religion. Wie wir mit Meinungsverschiedenheiten umgehen. Wenn du eine Meinung hast in der Religion, und ich habe eine Meinung und wir beziehen uns auf Koran und Sunna und auf Beweise, wir haben ein anderes Verständnis, dann ist das kein Grund, sich zu streiten. Die Sahaba haben sich in solchen Angelegenheiten nicht gestritten. Dann Mondberechnung. Ich habe letztes Jahr hat mir eine Audionachricht auf Arabisch geschickt, wo ich wirklich gedacht habe, wo ich eigentlich damals ein Statement zu machen wollte, aber da dieser Mann, der diese Audiobotschaft gemacht hat, nicht so besonders bekannt ist, außer in einigen Szenen habe ich das gelassen. Aber da wurde von ihm behauptet, dass diejenigen, die nach der Mondsichtung gehen, ein Grund für die Spaltung der Umma sind. Weil ja 95% der Muslime in Deutschland nach der Mondberechnung gehen. Erstmal, wo hast du die Regel, dass 95% der Muslime sind? Die meisten Muslime auf der Welt gehen nach der Mondsichtung. Warum gehen wir nicht nach den meisten auf der Welt?
Ja, wir sind ja in Deutschland, wir sind ja in Europa. Ja, okay, die meisten in Europa gehen auch nach der Mondsichtung. Ja, wir sind ja in Deutschland. Ja, okay, bei mir im Ort gehen die meisten nach Mondsichtung, nicht nach Mondberechnung. Ja, aber wir müssen ganz Deutschland sagen. Ach so. Das heißt, immer wenn wir nach der Mehrheit gehen, sagst du, nee, nee, nee. Ich sag, Mehrheit in der Welt gehen nach Mondsichtung, nein, nein, nein. Mehrheit in Europa gehen nach der Mondsichtung, nein, nein, nein. Mehrheit bei mir im Ort gehen nach der Mondsichtung, nein, nein, nein. Mehrheit in Deutschland gehen nach der Mondsichtung, ja, wir nehmen Mehrheit in Deutschland. Warum? Weil du deinen Gelüsten folgst. Warum nimmst du ausgerechnet die Mehrheit, die dir passt? Und dann willst du was, das ist ein Fiqh-Ikhtilaf. Das ist eine Fiqh-Mes'ala, wo es Gelehrte gibt, die sagen, man kann heutzutage nach der Mondberechnung gehen und andere sagen, man muss nach der Mondsichtung gehen. Wenn wir einen Fiqh-Ikhtilaf haben, geht jeder nach der Meinung, die er als stärker ansieht. Das ist keine Spaltung der Umma. Legst du so viel Wert darauf, mit mir zu fasten zu brechen? Legst du so viel Wert darauf, mit mir essen zu gehen, das Eidgebet zu haben? Wichtig ist, dass jeder mit seiner Gemeinschaft klarkommt. Oder mit sich selber vor allen Dingen klarkommt. Ich kann nicht, wenn ich überzeugt bin, dass die richtige Methode die Mondberechnung, die Mondsichtung ist, kann ich nicht sagen, weil die Mehrheit der Muslime das anders macht, mache ich das anders. Ja, ich könnte noch tiefer auf dieses Thema eingehen, weil dann bin ich ja der Überzeugung, dass ich das Fasten gebrochen habe, obwohl ich eigentlich hätte fasten müssen. Das ist hier der Punkt. Aber natürlich, und dann wird dann erzählt, das sind die Leute, die die Umma spalten. Auf der anderen Seite siehst du Leute, die reden gegen die Mondberechnung und sagen, wer sich dem Gesandten widersetzt, nachdem ihm die Rechtsstaltung klar geworden ist, einen anderen Weg folgt als der Weg der Gläubigen, den werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat. Und der Hölle schmoren das? Hallo? Sein Fiqh-Ikhtilaf. Da kannst du doch nicht mit so einem Ayah, mit so einem Vers vom Koran kommen. Das heißt, ich kritisiere genauso die, die übertrieben gegen die reden, die die Mondberechnung, nach der Mondberechnung gehen. Ja, wie gesagt, ich könnte noch intensiver auf dieses Thema eingehen, aber ich wollte das heute sagen. Letztens schreibt uns jemand bei der Shahada: Warum sagt ihr nicht Abduhu wa Rasuluhu? Das ist voll darauf am Bestehen. Man muss, wenn einer den Islam annimmt, auf Abduhu und Rasulu sagen. Ganz einfach, weil du ein Jahil bist. Du hast keine Ahnung von der Religion. Man muss nicht Abduhu sagen. Man kann Abduhu sagen. Aber jemand, der gerade zum Islam konvertiert und dem der arabischen Sprache nicht mächtig ist, für ihn ist es wesentlich einfach nur zu sagen, Rasulu, Gesandter Allahs. Warum? Was bedeutet der Gesandte Allahs? Dass das, was er überbringt, richtig ist. Dass wir uns an das halten müssen, was er befohlen hat. Dass wir uns von dem fernhalten müssen, was er verboten hat. Und dass wir Allah so anbeten, wie er es uns gezeigt hat. Und Abduhu ist nur ein Zusatz, um zu betonen, dass er von uns nicht angebetet wird. Aber das ist schon in Rasulu vorhanden, weil in der Botschaft, die der Rasul gebracht hat, ja, was also Mursal ist, gesandt wurde, steht drin, dass wir ihn nicht anbeten. So, aber was ist, der fängt an, Brüder zu kritisieren, weil er keine Ahnung von der Religion hat. Das heißt, ich hoffe, dass das hier klar geworden ist, was eine Übertreibung in der Religion ist und was keine Übertreibung in der Religion ist. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.